Hallo und willkommen zu einer neuen Folge ETS 2. Ja. Es ist halt wieder dunkel und jetzt fragt euch bestimmt, wo ist der denn? Tja, ich bin in Roscoff, fahre nach Brest, hole eine Ladung ab und fahre nach Mannheim. Da ist es. Warum bin ich jetzt in Roscoff und nicht mehr in Paris? Tja, das liegt daran, nicht weil ich, also doch weil ich offscreen dahin gefahren bin, aber weil ich gezwungen wurde. Denn das schöne Spiel hat sich nichts gedacht, sondern er irgendwie, keine Ahnung, OBS oder so, irgendwas ist schief gelaufen und man hat dann mich übel schallen hören. Und ich will euch, also ich habe zwar so gedacht, ja, naja, kann man ja drüber hinwegsehen, aber ich muss schon sagen, das hat sich schon echt beschissen angehört. Auf gut Deutsch gesagt. Also, schön war es nicht, sag ich mal so. Schön hat sich's nicht angehört. Und das wollte ich euch halt nicht antun, deshalb habe ich mir halt so gedacht, okay, komm, ersparst du denen das und ja, kannst ja jetzt eben nichts dagegen tun, ne? Jetzt hat's nun mal geschallt, jetzt ist halt die ganze Aufnahme im Arsch und ja, jetzt kannst du halt eben nichts dagegen tun, ne? Nochmal zurückfahren, hast du halt gar keinen Bock drauf. Mein Kontostand bezeugt das auch. 4.333 Euro haben wir jetzt. Aber ja, ich bin ein bisschen schnell. Ich glaube, hier sollte jetzt kein Blitzer sein. So, stoppen müssen wir ja nicht. Gibt hier eh nur die ganzen Multiplayer-Leute. Und ja, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt immer noch hier zocke und nicht im Singleplayer, ganz einfach, es liegt halt daran, dass ich das gedowngradet habe, das Spiel. Und es macht keinen Sinn, wenn ich mit Herr Knuddel nochmal aufnehme, machen wir das ja Multiplayer. Und da macht es keinen Sinn, wenn ich das jetzt wieder upgrade, um dann Singleplayer zu spielen. Da muss ich ja sogar, glaube ich, wieder zurückfahren. Weiß ich nicht. Und das dann wieder downgraden, damit ich mit Herr Knuddel zocken kann. Das macht halt keinen Sinn. Das ist halt komplett dämlich, komplett behindert. Ja, es, ja, mehr kannst du nicht dazu sagen. So, und ich weiß, hier sind 80, aber es juckt mich nicht, weil da vorne geht halt eh gleich, muss ich eh gleich wieder rum, ne? Ja. Ich hoffe, diese Aufnahmesession funktioniert. Ja. 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 Ich hoffe, sie funktioniert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hatte so schöne Themen angesprochen im Video. Und dann war alles für die Katz, Alter, weil sich irgendwie das Aufnahmeprogramm oder so gedacht hat. Nö. Oder mein Mikro, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es lag. Heute war es dann auch auf jeden Fall wieder weg. Es ist so urplötzlich aufgetaucht. So urplötzlich verschwunden, wie es aufgetaucht ist. So. Ey, dürfen ja 90 fahren, hoppala. Und theoretisch sogar noch schneller, wenn man bedenkt, dass ich ja jetzt noch ein LKW ohne Anhänger bin. Ich glaube, so ein normaler LKW ohne Anhänger darf 100 fahren als Maximum. Wobei die natürlich weitaus mehr schaffen. Aber das Ding ist halt, wenn du mit kaum 130 in eine Kurve kommst, die natürlich für Autos komplett okay ist, kann es eventuell sein, dass er vielleicht umkippt. Naja, man will ja nicht heraufbeschwören. Ja, der hat auf jeden Fall gegrüßt. Ja, ein Thema war beispielsweise, was ich ja vorhab zu machen, ist halt Reaction-Videos.
Und aber auch so das typische Senf dazugeben zu bestimmten Themen. Also das, was ja KuchenTV oder Alternativ machen. Na, ich weiß nicht, ob ihr beide kennt. Vielleicht kennt ihr auch einen von den beiden. Wäre auch schon okay. Weil dann wisst ihr, was die machen. Na, das sind ja natürlich jetzt. Na, ja, doch, irgendwo schon. Also es sind halt Real Talk-Videos, aber halt auch irgendwie so Reaction-Videos. Weil irgendwie reagieren sie ja auch auf bestimmte Themen. Ja, also so gesehen. Ist ja nicht ganz falsch. Und ja, da hätte ich beispielsweise auch so ein Thema, was ich dann ansprechen würde. Aber das kann ich halt jetzt noch nicht machen. Weil, also ich würde das halt schon so machen wie in dem Format von KuchenTV oder halt eben Alternativ. Weil das sieht besser aus. Es ist halt auch einfach besser. Ne? Nimmst dir keine Ahnung. Also ich würde halt einfach ein Standmikro nehmen, ein gutes. Aber ich habe halt keins. Ich nehme halt mit dem Headset-Mikro auf. Was ja allerdings nicht so bescheuert ist. Ne? Also es hat schon ziemlich gute Qualität. Aber es sieht da halt blöd aus, wenn ich dann so ein Video machen würde. Und man würde mich da mit dem Headset aufsehen. Oder mit dem Mikrofon vom Headset in der Hand, wollte ich sagen. Aber nee, das funktioniert ja gar nicht. Das Mikro funktioniert entweder nur, wenn ich das an den Mikro-Slot vom PC reinstecke oder wenn ich es am Headset habe. Ansonsten funktioniert es nicht. Tja. Und dann kommt ja noch das nächste Problem. Ich habe keine Kamera. Keine Kamera oder keine Webcam, je nachdem. Also Webcam ist natürlich das Schlechteste, was du haben kannst. Für sowas. Aber ich habe ja nicht mehr sowas, ja. Ich bin nicht mehr sowas. Also, keine Ahnung. Ja, wow. Das wäre so typisch. Ach du Heilige. Der hat ja den ältesten Volvo der Welt. Ich nicht fassen. Ich nicht glauben, was ich gerade sehe. Oh nein. Ach. Er hat sich ja den Mist ausgedacht. Jetzt muss ich hier einmal wenden. Beziehungsweise rückwärts fahren, ne? So gesehen ist es ja tatsächlich eine Wende, also so ganz falsch bin ich ja nicht. Ja, ein bisschen schräg, aber wen interessiert das? Jetzt einfach mal, dass ich nichts mitnehme. Ja. Hab gute Instinkte. Ich weiß ganz genau, wann ich was mitnehme und wann nicht. Das ist irgendwo ein bisschen gelogen. Wirklich stimmt tut das nicht. Ja. Und das Ding ist ja, jetzt heißt ja das Projekt sogar schon ganz anders, ne? Es ist ja nicht mehr Road to West, sondern Road to East. Und darauf bin ich ziemlich stolz, sozusagen. Denn endlich, wir können in den Osten fahren. Ist das schön. Nee. Oh. Pff, Licht sollte man vielleicht nicht ausmachen. Wir wollen ja keinen Bann riskieren. Also gut, gebannt wird man glaube ich eh nicht, aber vom Server zu fliegen ist nicht gerade schön. Bin ich ja letzte Folge schon. Ja. Ah ja, jetzt habe ich natürlich vergessen, welches
vergessen zu sagen, welches Thema ich ansprechen wollte. Und zwar das Thema Anime gleich Hentai. Und das stimmt halt, ja, stimmt halt gar nicht. Ja, also, das ist halt nicht das Gleiche, aber das spreche ich jetzt, also sozusagen schon kleiner Spoiler, ne? Das ist nicht das Gleiche. Das ist was komplett anderes. Aber mehr dazu wird es dann halt eben geben, wenn ich soweit bin und das aufnehmen kann. Das Ding ist, ich verdiene ja noch kein Geld. Ich bin 15, werde genau heute am Aufnahmetag den 25.8. Ja, ich produziere gerade vor und auch nicht an meinen typischen Aufnahmetagen. Ja, wobei heute ist eigentlich ein typischer Aufnahmetag, aber ihr wisst, was ich meine. aber es juckt ja auch nicht, ne? Genau. Heute am 25.8. in 2 Wochen habe ich Geburtstag. Da werde ich 16. Was ziemlich geil ist, weil dann kann ich endlich auf Rainbow Six Siege hier hochladen. Weil ich das dann halt spielen kann. Ne? Und ja. Achso, aber ich werde das nicht sofort machen, oder? Ne, ich werde Rainbow nicht sofort hochladen, sondern... das heißt hochladen. Ich habe ja keine Videos. Ich meine aufnehmen. Sondern erstmal mich noch ein bisschen einspielen, ne, damit ich nicht so richtig beschissen dastehe. Und ja. Ne, ich will auch ein bisschen was zeigen. So ein bisschen was ich drauf habe. Wobei ich sagen muss, ach, da kann ich jetzt nicht lügen. Ein bisschen habe ich schon gezockt. Aber jetzt nicht krass. Tja. So schnell kann es dann enden. Musst du kurz einen Cut machen. Ja, zum Glück geht das ja mit OBS. By the way, was ich nie verstehe, ist halt einfach, wie man so mit einem richtig breiten Bild aufnehmen kann. Wieso? Das ist die depperste Qualität, die du haben kannst. Also wirklich, da kriege ich Augenkrebs, wenn ich sowas sehe. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, ne? Aber ist halt so. Und ich verstehe nicht, warum. Wieso macht man sowas? Warum... Ich meine, ein Kumpel hat zwar zu mir gesagt, ja, manche machen das, um dann mehr sehen zu können, also die Gegner besser sehen zu können. Aber dann sollst du aufhören, das so aufzunehmen, weil das ist halt für den Zuschauer einfach nur Krebs. Wirklich, das ist, für mich zumindest, und ich denke nicht, dass ich der Einzige bin, der sowas übel scheiße findet. Ja, du willst ja eine schöne Qualität haben und nicht so ein breit gezogenes Bild. Also, das sieht halt gar nicht schön aus. Ja, und wie gesagt, also ein bisschen habe ich schon gezockt, ne? Aber nur um, ja, nur um zu gucken, wie das ist. Also ich meine, ich habe ja Rainbow schon von Anfang an gemocht. So, ich gucke ja nicht umsonst die YouTuber, die ich gucke. Ne, die das Spiel zocken. Aber die Verlockung war tatsächlich zu groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe das ja auf Steam schon seit... Monaten. Und ich habe das aber sehr lange nicht angerührt und dann habe ich mir halt immer so gedacht, ach komm, scheiß drauf, Alter. Mach's jetzt einfach. Probierst es aus, ne? Trainierst ein bisschen, übst ein bisschen so. Damit du nicht wieder komplett Noob dastehst. Ich stand nie wieder komplett Noob da. Ich habe halt so viel Experience, ganz ehrlich. Und dann, wenn ich mir noch die ganzen YouTube-Videos in Mind rufe, dann ist das easy. Easy peasy. Okay, nein, so easy ist es nicht. Also, ja, naja.
Aber auf jeden Fall, ich werde etwas später aufnehmen. Also es kann sein, ich gehe mal davon aus, dass es dann suchten werde. Das Spiel, also so jeden Tag, sobald ich von der Schule nach Hause komme, bam, Rainbow Six Siege an und los geht's. Oh, hier ist ein Blitzer. Ach du Scheiße, was ist das denn? Na gut, die Kurve ist jetzt auch nicht so wirklich schön. Also nicht wundern, falls ich schon ein relativ hohes Level haben sollte. Ja. Weil, wie gesagt, ich will nicht wieder komplette Noob dastehen. Wobei ich das ja nicht bin. Wie gesagt. Ein kompletter, also von dem, was ich jetzt selber so. Na, also wenn ich mich jetzt selbst reflektieren würde, ich bin halt wirklich nicht der beste Rainbow-Spieler, was ja auch klar ist. So oft habe ich es ja nicht gezockt. Eigentlich super selten. Ja. Also. Ja, und. Deshalb, aber an sich bin ich halt jetzt nicht so krank schlecht. Dass man sich jetzt denkt, oh Gott, wem gucke ich hier zu? Ja. Hätten wir das auch geklärt. Da hätten wir jetzt auch das Thema mit diesen Real Talk-Videos. Ja, man kann natürlich auch Retalk-Videos so machen, also jetzt beispielsweise so nebenbei ETS fahren und dann halt Retalk-Videos machen. Aber ich weiß, ich finde das nicht toll. Also mich spricht es eher an, wenn man dann halt noch die Gestik und Mimik sieht von jemanden und ja. Falls ihr euch fragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche, auf jeden Fall ein Anime, der gerade mal 13,40 kostet, glaube ich. Oder 13,50. Was ich nicht gedacht hätte, weil es ist ein Film. Und eigentlich sind Animes, beziehungsweise Filme, also Anime-Filme, dafür bekannt, super teuer zu sein. Okay, da habe ich schon ein 50er-Schild gesehen. Gehen wir ja auch einfach mal runter auf 50. Wenn das hier anscheinend nicht gegeben ist, aber ich merke jetzt schon, dass das ganz praktisch ist, hier mit 50 hochzufahren. So, jetzt können wir ja wieder auf 90 beschleunigen, wenn der LKW es überhaupt schafft. Ah, sieht gut aus. Ja. Und als zweites weiß ich nicht. Das Ding ist, ja, meine Eltern haben ja nicht so viel Geld. Und ich auch nicht wirklich. Also ist halt so die Frage, was wünsche ich mir? Das Ding ist, meine Lieblingskopfhörer haben den Geist aufgegeben, mit denen ich immer Fahrrad gefahren bin und Co. Also beziehungsweise nicht komplett, halt nur einer, aber es ist halt schon ziemlich bescheuert, wenn man dann halt bloß mit einem Kopfhörer im Ohr fährt, weil der andere halt einfach Schrott ist und gar keinen Ton mehr von sich gibt. Das heißt, ich muss jetzt. Vorhin, die waren jetzt fast 2 Jahre alt. Ja. Und die ich jetzt nutze, sind halt Kopfhörer, die sind weitaus über 2 Jahre alt. Die sind von meinem von meinem Vorgänger-Handy. Und die kaputt gegangen sind, also meine Lieblings-Kopfhörer sind von meinem jetzigen Handy, was ich habe. Ja, mein Handy ist jetzt, wird dann zu meinem Geburtstag 2 Jahre alt. Also ist dann 2 Jahre in meinem Besitz. Und ich finde das irgendwie ein bisschen blöd. So, jetzt bin ich halt so am Überlegen, hole ich mir Kopfhörer. Das Ding ist halt so, Bluetooth-Kopfhörer sind sehr teuer. Und dafür, dass es Kopfhörer sind. So, Kabelkopfhörer kosten so, ja, 26 Euro oder so, ja. Und Bluetooth halt einfach über 100. Einfach über 100, so. Warum nicht? Gar nicht teuer für irgend so ein Plastikzeugs, was man sich in die Ohren steckt, was dann dreckig wird und eigentlich null Wert mehr hat. Gar nicht teuer.
Nee, nee. Das ist alles bloß Einbildung. Ich kann hier wieder 90 fahren. Und wieder 80. Na toll. Ja, deshalb. Oder was kann ich mir noch wünschen? Fernseher. Ist aber auch ziemlich teuer. Zweiten Bildschirm. Ja, auch ziemlich teuer. Außerdem ist halt auch noch so die Frage, brauche ich den? Weil, also eigentlich brauche ich den nicht so wirklich. Also es wäre vielleicht schön, so OBS so auf dem zweiten Bildschirm zu haben, damit ich weiß, nimmt der überhaupt auf? Hat er jetzt die Aufnahme pausiert? Wie lange nehme ich den jetzt schon auf? Naja, muss ich mir jetzt nicht andauernd so einen Timer stellen, wie ich es jetzt beispielsweise auf meinem Handy gerade mache. Vor allem, weil der ja eh dann voll ungenau ist. Aber who cares? Ja, und ich würde sagen, nächste Raststätte halten wir an. Sondern da kann ich halt einfach auf meinen zweiten Bildschirm gucken und sehen. Ah, 20 Minuten haben wir aufgenommen. Heißt, nächste Raststätte fahren wir ran oder so. Ne? So einfach. Das ist dann auch für Livestreams richtig gut. Na, sehe ich so, aha. Der und der hat gerade was im Chat geschrieben oder so. Aber genau da ist der springende Punkt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ich Livestreams machen kann. Also der in Anführungsstrichen Probe-Livestream von meinem Tablet, der war nicht gut. Überhaupt nicht. Also, ich meine, lustigerweise hat PUBG Mobile funktioniert. Also, ihr könnt euch den ja gerne antun, aber das war halt, ne, ich habe halt selber geguckt und es hat auch jemand da in dem Chat geschrieben gehabt, dass das super abgehackt war. Also es war halt gefühlt jede Sekunde ein Wort so rausgeschnitten, weil das Internet so scheiße war und gar nicht damit klarkam. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das machen kann, aber das Ding ist ja, und das ist der Vorteil beim PC, dass der nicht WLAN angeschlossen ist. Also meiner zumindest nicht. Ne? Also es gibt welche, die sind am WLAN, also mit dem WLAN angeschlossen, aber dann gibt es jetzt auch so welche wie meine, die sind am LAN angeschlossen. Und damit habe ich halt den riesengroßen Vorteil, dass ich halt das WLAN, das war Punkt genau, dass ich das WLAN nicht belaste. Also das WLAN belastet mich nicht. Ja, doch, kann man so sagen. Was allerdings natürlich passieren kann, ist natürlich halt immer noch diese Überlastung. Das heißt, wenn zu viele Geräte im Internet sind, also wenn ich weiß, dass wir Besuch haben, heißt das natürlich kein Livestream. Weil dann viel zu viele Geräte im Internet sind und im WLAN sich einloggen und ja, dann lohnt sich's nicht, dann bricht das komplett zusammen und ja, wie gesagt, es lohnt sich nicht. Also wenn wir Besuch haben, weiß ich ja keinen Livestream. Wenn wir keinen Besuch haben, weiß ich nicht. Dann müsste ich dann wahrscheinlich so ein Probe-Livestream machen, weil ich habe ja keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht. Und das war's mit der Folge. Ich mache jetzt natürlich gleich weiter, ist ja klar. mit der nächsten Folge. Aber ihr müsst jetzt natürlich noch eine Woche warten. Also, liked, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch ein Dislike da lassen. Das habe ich nämlich auch vergessen bei den letzten Malen. Das ist natürlich so mein Standardspruch gewesen auf Mobile. Jetzt bin ich auf dem PC und ihr habt es einfach komplett vergessen. Natürlich, ihr könnt auch ein Dislike da lassen. Aber nicht vergessen, das hat sich ja auch schon als. Leute, wo kommt der denn her? Das hatte ich auch schon so als Vorschrift sozusagen festgelegt, dass wenn ihr dies tut, also mir ein Dislike da lasst, dass ihr dann auch erklären sollt, warum. War das Video nicht gut? Also, weil das Spiel euch nicht gefallen hat? Ja, habt ihr ein Dislike da gelassen, weil euch das Spiel nicht gefallen hat? Oder weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe oder so, der euch nicht gefallen hat? Was weiß ich. Ja, dann sagt's einfach. Keine Ahnung. Wenn ihr mich mögt, wäre auch ein Grund. Würde ich auch drüber hinwegsehen. Ne? Hater jucken mich halt nicht. Könnt mich haten, wie ihr wollt. Mein YouTube-Kanal wird dadurch nicht enden.
Weil das geht mir halt am Arsch vorbei, ja. Ich mach mein Ding und wenn es euch nicht gefällt, juckt's mich nicht. Also natürlich meine Abonnenten, ist ja klar, da juckt's mich dann schon so ein bisschen, wenn es meinen Abonnenten nicht gefällt, dann würde ich vielleicht doch gucken, ne? Aber wenn ihr kein Abonnent seid und mich einfach bloß so hatet, weil ihr gerade Bock drauf habt, dann juckt's mich halt ein Scheißdreck, ja, was ihr sagt, weil ihr seid nicht meine Abonnenten. Und wäre ich natürlich groß genug, also hätte so eine Mille, ja, dann würde ich halt auch sagen, okay, Abonnenten, ja, wenn ihr keinen Bock auf diesen Content habt, dann geht doch mir am Arsch vorbei. Ich mach das, was ich will, was mir Spaß macht und nicht das, was ihr wollt, was mir nicht Spaß macht. Ja, aber die habe ich nicht. Ich bin noch ganz klein. Ja, okay, jetzt hören wir auf. Selbst beim nächsten Mal. Tschüss.